Was wurde aus seiner Frau? Welcher Frau? Annunziata. Torino della Latta hatte keine Frau. Ja, vielleicht eine Freundin oder Braut, wie immer das ihr heißen mag. Überlegen Sie, Annunziata. Ja, richtig, es gab schon eine Annunziata. Aber die stammte aus der Familie der Arata. Es gab damals sogar einen kleinen Skandal, weil man sie öfter mit Torino della Latta gesehen hatte. Wo ist sie? Verkommen und verdorben. Was soll das heißen? Nachdem alles vorbei war, ist sie weggegangen. Zur gleichen Zeit war das ungefähr, als auch Torino della Latta verschwunden ist. Jetzt fällt's mir auf, das ist eigenartig. Sehr eigenartig. Auch verschollen? Nein, sie ist in die Stadt gegangen und ist an Dirne geworden am Hafen unten. Das wissen alle hier. Annunziata Arata. Lebt sie noch? Nur Capitano Ennio Cabras weiß vielleicht darüber etwas mehr. Sie finden ihn in Cagliari. Da war er jedenfalls früher. Und noch etwas. Sie sollten lieber die Insel verlassen. Die Leute mögen sie nicht. Und wen die Leute hier nicht mögen, den hassen sie sehr bald. Scusi, signori. Buongiorno, dica. Wo finde ich Capitano Cabras? Capitano Cabras? Sì. Favorisce, passaporto, per favore. Signore svizzero? Sì. Capitano. Non capitano Cabras. Colonnello Cabras. A lato destro, via Mazzini 17. Prego, signore. Grazie mille. Bitte. Grazie. Grazie. Non sire Annunziata Arata, caro Minni. Nach einem Jahr bekam sie ein Kind. Das weiß ich noch. Ihre Annunziata Arata. Das weiß ich noch sehr genau. Wer war der Vater des Kindes? Vater? Das hat niemand erfahren. Sie ist zur selben Zeit wie Torino della Latta aus Caromini weg. Vielleicht war er der Vater. Wenn so gewesen wäre, hätte sie sicher nie darüber gesprochen, aus Angst vor der Vedette. Ledige Mütter waren damals sehr selten. Das sind sie auch heute noch. Jedenfalls hier bei uns auf Sardinien. Soweit ich mich erinnere, brachte sie das Baby rüber aufs Festland, um es dort bei Mönchen erziehen zu lassen. Was für Mönche? Kapuziner, glaube ich. Ich kenne mich nicht so aus. Ich bin nicht sehr religiös. Warten Sie mal. Sie hatten ein Klosterinternat in Genua. Oder bei Genua. Das weiß ich nicht mehr so genau. Das ist sicher ausfindig zu machen. Annunziatas Kind. War es ein Junge oder ein Mädchen? Annunziata. Sie hat am Hafen als Hure gearbeitet. Da kümmert man sich besser um nichts. Signor Klein, Sie sind ein Mann von Welt. Sie wissen doch, wie so etwas ist. Colonnello! Colonnello! Salve, Renato! Ci vediamo stasera alle 9 da Torino. Vieni anche tu? Ciao, alle 9. Va bene, ci vediamo alle 9. Porta le amici, ciao! Ciao! Die Polizei hat natürlich beide Augen zugedrückt. Mit Annunziata hat jeder Mitleid. Matrosen sind auch Menschen, genau wie alle anderen.
haben ihre Freude am guten Leben, am Wein, am Essen, am Spielen und am Ohren. Sie musste sich ja schließlich ihr Geld verdienen. Sie war immer anständig. Lebt sie noch? Annunziata. Hier bei uns jedenfalls nicht. Eines Tages war sie weg. Keiner wusste wohin. Wer könnte wissen, was aus ihr geworden ist? Von uns hier niemand. Das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Dann bleibt als einziger Anhaltspunkt nur dieses Kapuzinerkloster. Am besten nehmen Sie das Fährschiff. Ohne uns vorher zu verständigen, kamen Sie eines Tages her und holte Ihren Sohn ab. Wir hätten den Kleinen gern behalten, aber was sollten wir tun? Sie war ja die Mutter. Also ein Junge, Annunziatas Kind. Ja, natürlich, wir nehmen hier keine Mädchen auf, Signore. Sie erzählte uns, dass sie jetzt endlich Zeit genug habe, sich um ihren kleinen Lino selbst zu kümmern. Sie brauche glücklicherweise nicht mehr zu arbeiten, da sie, wie sie uns sagte, seit einiger Zeit monatlich regelmäßige Unterhaltszahlungen bekäme. Woher? Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass sie mir gegenüber erwähnte, das Geld käme aus einem sehr fernen Land. Wohin ist sie gezogen mit ihrem Sohn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die brave Annunziata, sie war wirklich eine gute Seele. Sie hat uns über 20 Jahre regelmäßig Spenden für die Kirche und die Klosterschule geschickt. Stellen Sie sich das mal vor, über 20 Jahre. Wissen Sie, woher diese Spenden kamen? Aus Albenga, einem kleinen Fischerdorf nicht weit von hier. Und Sie sagten, sein Vorname war Lino? Lino Arata. Grazie. Grazie mille. Sie sagten, Ihr Name ist Klein, nicht wahr? Und Sie kommen von einer Schweizer Bank. Sie. Danke. E sia lodato Gesù Cristo. Hier liegt also Lino Arata. Nein, nein. Aber hier steht doch. Das ist nur das Grab von Maria, seiner Gemahlin. Eine arme Frau. Sie ist schwermütig geworden. Nach dem Tod von Lino. Und ganz verwirrt. Sie war einfach nicht mehr fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie verstehen, was ich meine. Hm. Das ging eine Weile so. Später hat sie sich dann das Leben genommen. Aber man hat ihr verziehen. Weil sie nicht mehr wusste, was sie tat, und sie trotzdem christlich begraben. Hier, in dieser geweihten Erde. Unter dem Grabstein ihres Mannes, den sie sehr geliebt hat. Was ist mit Lino passiert? Er fuhr aufs Meer und ist draußen geblieben. Bei einem schweren Unwetter. Er war Fischer von Beruf. Liegt seine Mutter auch hier begraben, Annunziata? Nein. Sie werden staunen, Signore. Die Mutter hat ihren Sohn überlebt um viele Jahre. Wo kann ich sie finden? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Inzwischen ist eine lange Zeit vergangen. Sie hat vor ungefähr 25 Jahren Albenga verlassen. Mit Maddalena, ihrer kleinen Enkelin. Sie musste sich ja um sie kümmern, da ihre Schwiegertochter... Wohin ist sie gegangen? Sie soll angeblich mit ihrer kleinen Enkelin wieder in ihren Geburtsort zurückgekehrt sein, hieß es.